Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Scrap Mechanic. Inzwischen läuft ein anderes Lied, ich habe mal gerade einen kleinen Schluck getrunken zwischen den Folgen. Und jetzt werden wir damit beginnen, unser erstes kleines Vehikel zu basteln, um uns damit nämlich in Richtung unserer künftigen Base zu bewegen. Das ist der Plan, ich setze einen Lift und ich sag schon, das ist der Plan, so einen richtigen, vollständigen Plan in dem Sinne habe ich noch gar nicht. Wir haben einen Sitz, wir haben einen Motor und ich hatte eigentlich gedacht, wir bräuchten noch so viel Holz. Wofür brauchten wir denn Holz? Hierfür brauchten wir, für den Sitz brauchen wir schon 100, hierfür nur 20. Ja gut, aber aus den meisten hier können wir jetzt unser Fahrzeug bauen, unser Gerüst. Es wird nicht nach viel aussehen, aber es wird uns von A nach B bringen, das ist ja das Wichtigste. Ich setze den Lift mal ein bisschen weiter hier raus. So, dass wir ein bisschen Platz haben zum Bauen. Wie möchte ich das Ganze denn jetzt haben? Also ich würde sagen, asymmetrisch wäre für den Anfang schon gar nicht mal so schlecht. Dann verpassen wir im Ganzen hier noch eine gewisse Länge. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel Material verprasse. Aber ich denke mal, mit sowas hier sollten wir für den Anfang schon mal ganz gut hinkommen. Ist vielleicht sogar ein bisschen sehr groß schon. Na gut, die Räder sind ja nur einen Block breit. Dann würde ich sagen, das Vorderrad, das kann... Nee, das Hinterrad. Das kann hierhin, ruhig ein bisschen zur Mitte hin. Ich habe eben überlegt, wenn das hier alles die Fläche wäre, auf die wir unser Material drauf packen, und dann bauen wir das eine Rad hier noch vor und das andere Rad hier noch hinter. Aber ganz ehrlich, dann wird der Rampenwinkel ziemlich beige. Dann bleiben wir überall hängen. Das ist nicht so gut. Deswegen setze ich die Räder lieber ein bisschen mehr in die Mitte. Da haben wir dann unterm Strich, denke ich mal, mehr von. So in der Art. Und hier vorne ein bisschen mehr Platz für die Lenkung. Da mache ich mir gleich Gedanken drum. Ja doch, genau, dann mache ich das hier jetzt so. Und höhle hier jetzt mal ein bisschen Platz aus. Jetzt muss ich hier natürlich aufpassen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite das genauso abtrenne, dann fällt es hier hinten der Bereich runter. Und ein Schweißtool haben wir an dieser Stelle im Spiel noch nicht frei. Ich könnte auch hier einen Block hinsetzen, ne? Bin ich halt auch schnell fertig. So, dip, dip, dip. Dann kann hier ein Block hin und eigentlich kann ich den hier wieder entfernen. So, kriegen wir hier sogar ein bisschen Form noch in das ganze Fahrzeug rein. Warum denn eigentlich nicht? So, ein Lager dahin, ein Lager dorthin. Ah ja, warte mal, die Vorderachse soll ja sowieso wippen können. Mach ich das mal so. Und dann kann hier ein Block drauf. Von da aus dann einmal hier nach links und einmal nach rechts. Und jetzt muss ich eigentlich... Das ist nicht optimal, was ich hier gerade vorhab. Machen wir anders. Machen wir anders. Ich baue die Vorderachse dann doch von der anderen Seite aus. Das machen wir so. Bisschen Platz lasse ich jetzt aber trotzdem. Dann geht das hier einmal nach... Ah, die Birke, die können sowieso weg. So, einmal hier ein Stück weit nach links und einmal ein Stück weit nach rechts. Beziehungsweise, Moment mal, wir haben doch so viele von... was heißt so viele? Das sind nur zwei Stück. Wo habe ich denn die anderen hin? Hier habe ich überhaupt nichts reingepackt. Ah ja, apropos, ich habe das Ding extra hier aufgestellt und dann nichts reingepackt. Das ist natürlich auch. Also ich bin auch so ein Held. Ah, hier unten in der Leiste. Ja, natürlich. Nehmen wir die so lang. Warum eigentlich nicht? So und so. Dann haben die Räder, die hier dran kommen, auch direkt ein bisschen mehr Platz. Langsam wird es dunkel. Das ist jetzt nicht so ganz optimal. Aber damit werden wir schon leben können. So, bisschen Licht, dass wir gleich hier an die Maschine dran bauen können, haben wir ja auch. Ich werde hier noch ein bisschen mehr Platz lassen müssen. So, da haben wir das jetzt schon mal. Okay, nehme ich jetzt die Räder mal mit. 1, 2, 3, 4. Übrigens, mit den Rädern kann man auch ein bisschen tricksen. Die sind ja nicht sonderlich rund, sagen wir es mal so.
Man hat hier zwar schon so eine relative Rundung, aber dann hier diese flache, platte Stelle. Und immer wenn der Wagen da drüber muss, dann liegt der einmal kurz auf dieser Stelle und muss dann über diese Kante hier sich irgendwie drüber bewegen. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man mehrere Räder hat, wenn man die dann so ein bisschen verdreht und so verdreht übereinander setzt. Weil dann einmal hier die Rundung zum Tragen kommt, einmal hier die Rundung vom hinteren Rad. Und so kommt man dann halt auch ganz gut von A nach B. So viele Räder haben wir hier aber im Moment nicht. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen über Stock und Stein rumpeln und humpeln. Das wird der Plan sein. Na? So, dann kann ich hier diese Ecke aushöhlen und hier diese Ecke. Und zack, haben wir hier auch eine Menge Platz für die Räder zum Lenken. Wunderbar. Ja, sieht ulkig aus. Aber man kann doch erkennen, dass es mal ein Fahrzeug werden soll, ne? Dann könnte vielleicht hier der Fahrersitz hin. Und hier auf der anderen Seite kann man alles zupulvern mit den ganzen Panels, die wir haben. Und na gut, der Motor muss ja auch irgendwo hin. Ja, der ganze Kappes, den wir halt mitnehmen wollen, ne? Der kann hier noch mit drauf. Ein bisschen Holz habe ich auch noch über. Dann würde ich sagen, kann ich damit jetzt hier so einmal durchbauen. Dann vielleicht hier noch so ein paar Streben rein. Damit wir hier ein bisschen Platz haben für die ganzen Gegenstände, die wir noch mitnehmen wollen. So, da können die jetzt alle drauf. Wunderbar. Genau, so machen wir das. Und was die Gegenstände an sich angeht, die ich jetzt mitnehmen möchte, natürlich dieser ganze Krempel hier. So. Ein paar Sachen natürlich auch dabei, die man nicht einfach in der Welt absetzen kann. Und da wird zum Beispiel dieses Ding hier sehr praktisch. Das könnte ja dann, können wir es hier hinlegen? Nö. Wäre auch zu einfach gewesen. Dann setze ich halt hier so einen Block hin, sagen wir mal da. Jawohl, perfekt. Und da können wir die Sachen jetzt reinlegen. Zum Beispiel hier die Getränke. Zum Beispiel, naja, alles andere kann man ja platzieren, ne? Den Sprit brauchen wir gleich noch. Naja, schauen wir mal weiter. Ein paar weitere Sachen sind hier noch, die ich außerdem mitnehmen möchte. Ich frage mich ja gerade, ob das sinnvoll ist, diese Panels hier wirklich direkt am Fahrzeug zu montieren. Einfach weil die ein gewisses, ups, Inventar voll, einfach weil die ein gewisses Gewicht mit sich bringen. Und die Motoren so viel ja jetzt nicht leisten können. Nicht am Anfang zumindest. Andererseits, wenn ich sowas hier jetzt vielleicht hier, kriegen wir natürlich nicht symmetrisch hin. Aber dann könnte man hier zum Beispiel noch hier mit dem Karnickeldraht auffüllen. Und dann, ups, hier wächst die im Overlay. So, dann könnte ich hier und hier auf der anderen Seite natürlich auch, könnten dann diese Panels hin. Und dann kriegen wir von außen betrachtet so richtig schon mal so eine Kastenwagenform hin. Was eigentlich schon mal ganz lustig wäre. Dann können hier auch so ein paar Kisten rein. Die brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber die nehmen wir einfach mal mit, weil sie da sind. So. Na, oder? Ich meine, wenn das Ganze jetzt zu schwer wird, um sich damit zu bewegen, dann können wir es ja immer noch umbauen. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber so an sich für den Moment, glaube ich, wäre das doch ganz, ganz lustig, so wie ich das jetzt aufbaue. Das kriegen wir auch nicht symmetrisch hier drauf. Das ist zu hoch, ne? Wenn ich mich jetzt hier reinsetze. Ja, das ist zu hoch. Das sieht nach nichts aus. Dann kommt das halt hier so ein bisschen so dachmäßig hin. Ja, so in der Art. Ich könnte mir vorstellen, hier vielleicht irgendwie so einen Rahmen noch dran zu setzen. Ein bisschen Holz haben wir ja übrig, auch wenn es nicht mehr allzu viel ist.
Jo, 8 Blöcke haben wir noch. Damit komme ich jetzt hier wahrscheinlich gerade so nicht hin, ne? Ja, richtig. Nehme ich halt noch einen von der Sorte hier. Auf Dauer werden wir dieses Fahrzeug hier sowieso wieder auseinandernehmen. Das ist jetzt keine Dauerlösung. Das wird irgendwann wieder recycelt für unser richtiges, ordentliches Fahrzeug. So ein paar von den Beuteln können hier noch rein. Dieses Ding nehme ich mir nach hier vorne, würde ich sagen. Einfach, wenn man da Sachen einfüllen kann. Sowas hier zum Beispiel. Ja, oder auch hier dieses ganze Kleinviech. Dieses ganze Kleingefissel hier. Das kann zum Beispiel auch hier mit rein. Solche Sachen hier, die können wir hier drauf bauen. Schade, dass es so lange so dunkel bleibt. Wie spät haben wir es eigentlich? Sieht man das irgendwo? Sieht man noch irgendwo, oder? Anscheinend sieht man es nicht. Naja. Dann eben nicht. So, sowas können wir hier noch abstellen. Die ganzen Seeds, die wir haben. Die wir dann später noch irgendwo hinsetzen können. Und ja, ich weiß, dass hier eine Öffnung ist und dass das Zeug eigentlich sehr gefährdet wäre. Aber ganz ehrlich, von der Spielmechanik her ist es ein fester Bestandteil des Fahrzeugs, deswegen soll mir das jetzt für den Moment auch reichen. Hauptsache, wir haben es dabei. Den Sprit, den bapp ich jetzt erstmal gerade dahin, dass wir ihn leicht wiederfinden. Sowas hier kann meinetwegen dorthin. Ja, wir haben ja sogar noch so ein Panel hier. Wäre es dann nicht vielleicht ganz cool, das hier an die Seite zu bauen? Wenn ich hier jetzt ein bisschen Platz lasse und den Motor hier wegnehme. Dann könnte dieses Panel hier doch... Jawohl. So machen wir das. Dann müsste der Motor hier noch weg. Der Motor sei schon. Der Sitz hier noch weg. Wir müssen dann hier einen Block weiter nach innen. Aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und dann nehme ich mir dieses Panel da hinten. Und setze das hier hin. Ja, das sieht doch schon, also ich meine, das sieht doch schon ein bisschen. Jetzt kann ich auch diesen Block hier ersetzen. Hat bestimmt einige da draußen gestört. Ich kann es mir richtig vorstellen. Brauche ich natürlich noch einen neuen Motor für den, einen neuen Motor für den Ort, genau. Einen neuen Ort für den Motor, so rum natürlich. Sowas hier könnte uns eigentlich als Auspuffrohr dienen. Irgendwas vielleicht hier so hin. Ah, da ist jetzt die Kiste im Weg. Ja, das ist doof. So, machen wir einen Zentralauspuff. So. Genau, so machen wir das. Warum eigentlich nicht? So, das Ding kann dann auch noch hier irgendwo hin. Hiermit kann ich vielleicht fast noch so ein bisschen was wie so eine Dachstrebe hier reinziehen. Einen davon habe ich jetzt noch übrig. Was mache ich denn damit? So. Was mache ich jetzt hiermit? Ah, es wird hell. Es wird hell. Sehr schön. Dass ich das noch erleben darf. Die Kaffeetasse ist natürlich ganz besonders wichtig. Die kommt hier vorne schön in Reichweite. Und jetzt kicken wir mal, was hier noch alles rumliegt, was man vielleicht noch mitnehmen könnte. Hier die zwei zum Beispiel. Die können später noch praktisch werden. Ein bisschen Karton. Warum eigentlich nicht? Ein paar Kartoffeln. Hier die Lampe und... Ah ja, die Lampe und der Schalter. Ja. Wir können mit Licht fahren. Da war ja was. Ach so. L, wie Logbuch. Ach, hier hatte ich das her. Ich hatte mich noch gewundert. Weil ich damit nämlich hier einen Waypoint setzen konnte. Und so finden wir... Sogar jetzt schon die Werkstatt? Okay. Na gut, wir werden einfach mal drauf losfahren und mal gucken, ob wir die auch so finden. Aber ja, falls es Probleme geben sollte, können wir uns einen Wegpunkt dahin setzen. Die Topfpflanze nehme ich mit, das hatte ich ja gesagt. Hier können wir noch einen Respawn-Punkt setzen, zumindest für den Moment. Auch wenn ich weiß, ob das sinnvoll ist, aber... Naja, haben wir einfach mal gemacht. Und damit müsste es das jetzt hier eigentlich gewesen sein, ne? Oh, ich denke mal schon. Bin ich ja mal gespannt, ob der Wagen jetzt wirklich hier irgendwie vorankommt. Vielleicht sollte ich einen zweiten Motor bauen.
dass wir im Zweifel mit Allrad unterwegs sind. Vielleicht sollte ich es auch nicht machen. Nee, komm, dann lassen wir das. Dann lassen wir es sein und fahren einfach mal drauf los. Aber das Licht würde ich gerne noch anbringen. Sekunde mal, hier so ein bisschen hier die Pappblöcke. Da kann ich doch bestimmt hier nochmal eine Strebe reinsetzen. Ne, eine Faststrebe kann ich ja noch reinsetzen. So. Dann habe ich hier noch ein bisschen Holz übrig. Das reicht exakt für eine Strebe, wunderbar. Und hier dieses ganze Rumgedingse hier, ja, die stelle ich mal dahin. Irgendwo, wo Platz ist halt. Der Kalender kann auch da in die Ecke. Das Radio, das hätte ich ganz gerne vorne. Das ist ja auch die alte Geschichte. Ich habe es bestimmt auch schon mal erwähnt im Let's Play irgendwo. Die Geschichte, wie das Jodeln erfunden wurde, vielleicht kennt ihr die. Das Jodeln, das stammt ja aus Bayern, denkt man. Aber tatsächlich ist das entstanden durch japanische Urlauber dort. Die sind unterwegs gewesen in den Bergen und die hatten ein kleines Radio dabei. Und einem von denen ist das dann in eine Gletscherspalte gefallen. Da haben sie sich angeguckt. Und dann fragt der eine den anderen, hol ich die Radio oder hol du die Radio? Political Correctness, yay. Betretenes Schweigen im Saal. Aber so ist es halt. Meine Güte, ich bin halt alt. Damals konnte man solche Witze noch bringen. Ist ja auch wirklich nicht bös gemeint. So. Den Schalter brauchen wir noch irgendwo. Kann meinetwegen hier hin. Sag mal, kann das sein, dass ich noch gar kein Verbindungstool habe? Ich denke mir, die ganze Zeit Verbindung kann ich später machen. Ja, nee, eher nicht so. Das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt sehr ungünstig. Verdammt. Ja gut, dann müssen wir wohl doch vorher nochmal zu Fuß los, hä? So, der Sprit, den werde ich jetzt auch mal kurz hier zwischenlagern. Sowas hier kann mit auf unser Vehikel, die Klorolle, natürlich auch ganz wichtig, wenn man auf Reisen ist, ne, klare Sache. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, holla hi, holla hi, holla ho. So, und das hier müsste jetzt eigentlich hier vorne unsere Haubenfigur werden. Achso, da kann man ja über 10 stacken. Ja gut, da haben wir jetzt einen Kanister hier liegen, das ist okay. Das ist kein Thema. Gut, damit ist Inventar jetzt ziemlich leer geworden tatsächlich. Ich glaube, ich nehme doch mal lieber noch was zu trinken mit. Sicher ist sicher. Und mit diesem Material hier begeben wir uns dann jetzt auf Reisen. Ja, müssen wir ja. Was brauchte ich? Scrap Metal und Circuit Boards, ne? Und Holz kriegen wir auch noch irgendwie. Das ist nicht das Thema. Na gut, dann. Ja, dann. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wo wir jetzt hinlaufen. An diesem Gebäude vorbei, dahin, wo wir vorhin schon mal drauf geguckt haben. Ich habe ja gedacht, da müssen wir jetzt gar nicht mehr hin, aber. Naja, sei es drum. Dann besuchen wir den Ort halt doch noch gerade. Dann ist es halt so, meine Güte, ob wir da jetzt hinlaufen und später dann vorbeifahren oder ob wir später nur dran vorbeifahren. Ach, guck mal hier. Na, hast du vielleicht ein Circuitboard für mich? Du hast ein Circuitboard für mich. Ja, fein hast du das Circuitboard gefunden. Ja, ganz fein. Ach, schön. Da vorne ist eine Kiste, das ist natürlich auch sehr gut. Und da vorne ist ein Kollege, der das, glaube ich, nicht so knorke findet, dass ich hier rumlaufe. Aber na gut, das macht ja nichts. So. Hier, der hat mich jetzt gerade nicht getroffen. Er hat es gerade mehrfach versucht, aber mich nicht getroffen. Nicht einmal. Und in anderen Auseinandersetzungen denke ich mir, die können mich gar nicht treffen und die hauen mir eine nach der anderen rein. Das ist halt das Ding. Ich habe das Kampfsystem noch nicht so wirklich verinnerlicht. So, das war schon mal einer. Autsch. Auszeit. So. Noch ein Circuit Board. Ey, wie praktisch. Wo ist der Arm hin? Da.
Lieber Arm dran als Bein ab. Ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, glaube ich. Oder war es diese? Ich hoffe, es war nicht diese. Ich möchte denselben schlechten Witz nicht zweimal in einer Folge bringen. Das sind doch ein bisschen sehr viel, oder? So, hier ist der andere Arm. Wunderbar. Ja, da kommen wir jetzt doch relativ zügig zu unserem Material. Das ist ja alles noch im Rahmen. Und damit meine ich nicht die japanische Nudelsuppe. Zack. So. Noch ein bisschen Fressalien mitgenommen. Wunderbar. Hier das gleiche Spiel. Jawohl, drei Karotten da drin. Kann man mal machen. Keine Viecher, dafür aber noch mehr Material zum Sammeln. Schön, 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 schön. Ah, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich habe so einen gehört hier. Attacke! Ujo! Oh mein Gott. Wie schlecht war das denn jetzt? Huch. Ja, also zwei von denen sind mir jetzt einer zu viel. Okay, sehr schön. Der andere, der wird jetzt gleich hochspringen und in dem Moment direkt... Deswegen bin ich ein bisschen auf Distanz geblieben. Da habe ich nämlich immer nicht auf dem Schirm gehabt und habe mich dann gewundert, wie schnell die angreifen können beim Aufstehen. Aber die greifen halt einfach grundsätzlich instant an beim Aufstehen. Muss man wissen. Ich habe es lange nicht gewusst. So, ich denke, wir müssen unser Material jetzt haben. Aber wenn wir schon mal hier sind, sehen wir uns noch ein bisschen mehr um. So, hier nämlich. Eine kleine Getränkedose war in der ganzen Kiste. Ernsthaft? So, das sieht schon ein bisschen schöner aus hier. Hier haben wir noch so ein Teil. Wunderbar. Ein Lager war da drin. Ach, schön. Kann man immer mal brauchen. Davon werden wir später noch einige brauchen, tatsächlich. So, hier nochmal schöne 20 Scrap-Metal-Blöcke. Die kann man natürlich auch gut mitnehmen. So, und dann würde ich sagen, wäre es das für diese Folge jetzt gewesen. Ich muss auch mal gerade ganz kurz nach der Waschmaschine schauen. Ich meine, ich hätte es vorhin leise aus dem Nebenraum fiepen hören. Das ist eigentlich immer das Signal für, hallo, ich bin fertig. Ich kann jetzt die nächste Lage mitnehmen. Ja, dann mache ich die Maschine jetzt einmal leer, starte sie neu. Also in die nächste Runde. Und nehme danach noch eine Folge auf, denke ich. Also dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Kerge. Cooles Lied. Muss ich direkt pausieren, dass wir es in der nächsten Folge haben.